noch 2 Sekunden warten müssen können. Oder sogar 3. So, jetzt bin ich früh abgesprungen und hab's jetzt geschafft. Jetzt muss ich nur noch dahin kommen, wo ich das Feld aktivieren kann, das Tor hoch machen kann und wieder in irgendeine Höhle kommen können. Zack, geschafft. So. Alter, stirb doch. So. Juhu! Jetzt habe ich eine neue Fähigkeit gelernt. Macht! Jetzt kann ich sogar hier R2D2 weghauen. Jetzt ist er ausgeschaltet. Toll. Und ich kann einen Traktor hochbefördern. Okay, und damit kann ich sogar fahren. Nee. Oh, scheiß. Scheiß Traktor, ich mag es nicht. Okay. Dann springe ich hier rauf und. Ah, da vorne ist R2D2-Generator. Und dann versuche ich da jetzt mal raufzukommen. Um das zu aktivieren. Ich glaube, da könnte eine Brücke entstehen oder irgendwas. Ah ja, genau. Und Yoda und Luke Skywalker kommen da hinterher. Hierfür brauche ich. Nee, eigentlich einen mit einer. Ach ja, da. Ach, das ist von der Ampel. Hier brauche ich einen, wenn überhaupt, für die Waffe. Also mit dem Schwert geht das gar nicht. So, dann laufe ich jetzt hier irgendwie hoch. Wollte ich gar nicht. Schlage ich das kurz und klein und gehe durch, ja, hier durch, ne? Nein, ey, bist du doof? Du machst das jetzt. Ich töte dich, ey. Oder auch nicht. Okay. Ah, die Höhle von der Illusion von Darth Vader, die ich gleich bekämpfen muss. Zack. Zack. Oh, und Yoda muss ich jetzt mal nicht tragen. Das ist ja unglaublich. Ich höre ihn schon atmen. So. Mir hinterher. Folgt immer mir. Wie will denn R2D2 hier langkommen? Der muss dann ja Geheimweg und so nehmen. Oder nicht? Kommt der mit überhaupt? Ich weiß es nicht. Wow. Ich glaube, hierfür braucht man einen Kopfgeldjäger oder schwere Infanterie, wie zum Beispiel. Gibt es das hier? Ich weiß es nicht. Nein, das gibt es nur auf der PS3. Okay, nimm zurück. Auf jeden Fall nur Kopfgeldjäger. So, hier ist jetzt Darth Vader. Und er will mich bekämpfen. Ich weiß auch nicht, ich habe ihm eigentlich nichts getan, ne? Nein, das dient zum Zweck, dass ich meine Angst immer bezwingen kann. Okay. Was? Aha, er zaubert mich nur noch um, wenn ich ihn nach oben zaubere. Dann ist er oben und was macht er? Er geht damit wieder runter. Ne, er kommt doch wieder hoch. Okay. Und ich habe noch 2 Herzen. Jetzt habe ich nur noch ein Herz und ich werde eh gleich abkrepeln. Ist nicht schlimm, denn ich habe es ja nicht so aufs Geld abgesehen. So, jetzt muss ich da nach oben. Das heißt, ich baue mal das alles hier zusammen. Dann kommt das da rauf und das davor, damit kann ich da hochklettern. Wow, was für ein Sprung. Elegant. Ich habe wieder 2 Herzen, das heißt, ich könnte doch überleben. Jetzt hat er nur noch 2 und ist unten. Na gut, jetzt brauche ich noch ein Herz. Ich werde leider abkratzen. So sehe ich es voraus. Verliere 4000. Sammle die doch ein. Das kann man ja leicht wieder einsammeln. Vor allem, wenn es dann nicht in Gold, Silber, Bronze zerspringt. Ne? Also das wäre es halt. Ne, Gold, Bronze gibt es gar nicht. Was erzähle ich denn da? Silber 10, Gold 100 und lila 1000. Blau 1000 und lila 10.000. So, jetzt. Okay, mal wieder eine Brücke. Und dann werde ich wieder die Teile dahin zaubern und dann haben wir es schon. So. So. Ach, das ist so ein Schalter zum Drehen. Noch besser. Dann geht das alles automatisch. Und dann muss ich nicht immer alle Sachen einzeln suchen. Und einfach. So, ja, Yoda, lass dich mal schön ziehen. Jetzt überqueren wir die Brücke. Das ist schon überhitzt wegen dir, Yoda. Mir nach, alle. R2D2, du auch. Hier, kannst du nach oben kommen. Ach so, ich dachte schon, Yoda hat mich geschlagen. Ich dachte schon, die Bitch Yoda hat mich geschlagen, echt.
Das kann man ihm wirklich zutrauen. So. Stirb. Was ist hier? Geld. Und hier ist wieder... Ah, da oben. Ich glaube, das ist keine Ampel. Das ist irgendwas anderes. Und tschüss. Okay. Ich glaub's ja nicht. Es sieht aus wie ein Motorrad und... Da ist noch wieder eine Maus. Es sieht aus wie ein Motorrad. Toll. Soll ich damit jetzt anfangen? Dagegen fahren und sterben? Irgendwie nicht, ne? Okay, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Steine eingesammelt für Ware. Ach, hier ist eine Waschmaschine. Lol. Ja klar, man tut ein Motorrad in eine Waschmaschine, wäscht das per Macht und rauskommt. Hui, hui, hui. Was ist das? Eine Toilette? Kamin? Jetzt würde jetzt mal ein Generator. Na klar, wer hätte das nicht gedacht? Also das weiß doch jeder, ne? Ist doch kinderleicht. Weiß doch jeder, ne? Und das bezweckt bestimmt... Boah, was kann das bezwecken? Na klar, eine Riesenexplosion. Das auch noch zwei Herzen abzieht. So, dann muss ich mit Yoda das rausholen, weil Luke Skywalker kann das ja noch nicht. Er kann zwar jetzt Macht anwenden, aber noch keine Supermacht. Denn er ist noch kein vollwertiger Jedi. Ja, wer ist denn da beeindruckt? Genau, Luke. Alles heile geblieben. Oh nein. Der Flügel ist Schrott. Okay, jetzt ist er wieder umgezogen. Das deutet darauf hin, dass er abreisen will. Da ist Ben Kenobi. Also Obi-Wan Kenobi. Ja, tschüss, tschüss. Du stirbst, du Wichser. Hoffentlich stirbt, dann kommt er wieder. Ja, ja, das sehe ich auch so. Alter, von außen sieht der Planet richtig geil aus, wenn man drauf ist. Da würde man am liebsten kotzen oder scheißen. Nein, okay.